Sie sind hier, 18. September 2018, 13.37 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Jaroslav Szilhavy war zuletzt für Slavia Prag als Trainer tätig. Urheberrecht Getty Images. Jaroslav Szilhavy ist neuer Trainer der tschechischen Nationalmannschaft. Der 56-Jährige tritt die Nachfolge von Karel Jarolim an. Der frühere Profi Jaroslav Szilhavy ist zu Tschechiens neuem Fußballnationaltrainer ernannt worden. Der 56-Jährige übernimmt die Nachfolge von Karel Jarolim, der vor Wochenfrist nach der höchsten Länderspielniederlage der tschechischen Auswahl seit der Eigenständigkeit vor 25 Jahren mit 1:5 gegen WM-Viertelfinalist Russland seinen Posten räumen musste. Einstand gegen die Slowakei. Szilhavy, der 4 Länderspiele für die ehemalige CSSR, CSFR bestritt und schon zweimal als Assistenzcoach bei der Nationalmannschaft arbeitete, gibt seinen Einstand am 13. Oktober beim Nations League-Bruderduell in der Slowakei. Tschechien kämpft seit Jahren vergeblich um den Anschluss zur internationalen Spitze. Punkt. In der Qualifikation zur vergangenen WM-Endrunde in Russland verpassten die Osteuropäer zum dritten Mal nacheinander die Teilnahme an einem WM-Turnier, nachdem Tschechien 2016 bei der EM-Endrunde in Frankreich unter Jarolims Vorgänger Pavel Vrba schon in der Vorrunde ausgeschieden war. Karel Jarolim, Vater des früheren Bundesliga-Profis David Jarolim, war bereits vor der Pleite gegen Russland durch den Fehlstart in die Nations League mit einem 1:2 gegen die Ukraine unter Druck geraten.